Vereinssport in Bremen. Seit 100 Jahren untrennbar mit dem Namen SV Werder verbunden. Ob in den Anfangsjahren als reiner Fußballverein oder später als vielfältiger Anbieter und Heimat eines aktiven Vereinslebens mit den Sparten Leichtathletik, Handball, Turnspiele und Gymnastik und Schach. Der SV Werder Bremen steht sein Garant für Leistungssport und aktive Amateurabteilungen. Das Weserstadion, Heimat des Vereins und Zeuge großer Erfolge der Bundesligamannschaft. Der SV Werder feierte dreimal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokalsieg und einmal auch einen europäischen Titel unter Trainer Otto Rehhagel. Februar 1999. 100 Jahre nach seiner Gründung öffnen die Bremer Stadtväter ihre gute Stube für einen Verein, um ihn zu ehren, der den Namen seiner Heimatstadt weit über die Grenzen hinausgetragen hat. Zahlreiche Gäste aus Sport und Politik versammelten sich zu Ehren des SV Werder in der oberen Rathaushalle zu Bremen, um den Feierlichkeiten einen würdigen Rahmen zu geben. Die stilvolle Feierstunde erinnerte an die Verdienste des Vereins, der den Namen Bremen in ganz Europa bekannt gemacht hat. Doch auch das Vereinsleben im Kleinen fand Würdigung, die Arbeit und das Engagement zahlreicher Mitglieder, beides Garanten für einen festen Platz im Bremer Amateursport. Was uns zusammenführt, ist ein ganz besonders erfreuliches Ereignis. Unser SV Werder wird 100 Jahre. Oder ist es vielleicht sogar schon? Ich glaube, das ist bis heute nicht so ganz hundertprozentig geklärt. Dazu zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch. 100 Jahre ist was ganz Besonderes und wir freuen uns alle mit Ihnen riesig, denn Werder ist für Bremen ein Wahrzeichen. Werder ist für Bremen ein Botschafter in der ganzen Welt. Allerherzlichsten Glückwunsch. Erfolg ist ein Wesensmerkmal unseres Jubiläumsklubs. Das hat natürlich auch etwas mit der allgemeinen Beliebtheit unseres Volkssportes Nummer 1 zu tun. Die Ursache, warum dieser Sport so beliebt ist, hat Loriot mal auf eine ganz signifikante Weise zusammengefasst, indem er gesagt hat, die weltweite Bedeutung des Fußballs beruht auf seiner durchdachten Gestaltung. In Würfelform beispielsweise wäre er nicht halb so populär geworden. Dass der SV Werder Bremen zu den bedeutendsten deutschen Fußballvereinen gehört, ist keine sensationelle Neuigkeit. Ich sage dies auch nur deshalb, weil es nie schaden kann, bekannte Selbstverständlichkeiten immer wieder zu wiederholen. Dass der SV Werder schon oft seiner Zeit voraus war, beweist nicht zuletzt sein Gründungsjahr. 1899 wurde der Verein aus der Taufe gehoben, ein Jahr bevor der DFB ins Leben gerufen wurde. Womit schlüssig bewiesen ist, dass der alte Spruch, nachdem das Huhn vor dem Ei da war, auch für den Fußball gelten hat. Was diesen Verein aber vor allen Dingen auszeichnet, er präsentiert sich nicht wie andere als anonymes Gebilde, vergleichbar mit einer Großfirma, in der keiner den anderen mehr kennt oder auch gar nicht mehr kennenlernen will. Und gestatten Sie mir auch eine kleine persönliche Sentimentalität, wenn ich feststelle, dass hier in Bremen noch dem alten Sportvereinsideal nachgeeifert wird. Mein Eindruck,
Beim SV Werder gibt es ungeachtet der hohen Jahresumsätze im Profibereich immer noch so etwas wie Vereinsfamiliensinn, also beständiges Zusammengehörigkeitsgefühl. Natürlich würdigte Egidius Braun auch einen der ganz Großen in der Geschichte des SV Werder, Horst-Dieter Höttges. Der Ehrenspielführer wurde vom Bürgermeister Henning Schärf persönlich dorthin gesetzt, wo er hingehört, in die erste Reihe. Wissen Sie, wie Sie bei den Südamerikanern noch heute genannt werden? Der Gnadenlose. Herzlichen Dank. Ich bin ganz stolz auf Sie drei. Und darum kriegen Sie auch zum Jahrgang dieses Beginns, der versteht mehr von Rotwein als ich, einen ganz besonderen. Geehrt wurde selbstverständlich auch das im Jubiläumsjahr amtierende Präsidium, Dr. Franz Böhmert, Klaus-Dieter Fischer, Manfred Müller. Ich möchte gerne, dass wir auf die 100 Jahre Werder und auf diese tollen drei Präsidiumsmitglieder anfangen, ein Lied zu singen. Und ich will jetzt einfach, bitte heben Sie mir. Steh auf, wenn du Freiwilliger bist, steh auf. Ein stimmungsvoller Abschluss der Feierlichkeiten, die auch Jörg von Torrer und Jürgen Born gefielen. Zwei Männer, die heute im Aufsichtsrat und Vorstand vertreten sind. Naja, es ist ein toller Club. Und das, was hier ja auch heute vermittelt worden ist, ist, dass Werder Bremen eben ein Bremer Verein ist. Und dass das Verhältnis stimmt, die Gefühlslage stimmt zwischen der Stadt und dem Verein, zwischen den Menschen in der Stadt und dem Verein. Und ich glaube, dass es kaum eine Stadt gibt, in der so viele Menschen aus unterschiedlichsten Zielgruppen und Schichten sich mit einem Verein so identifizieren, wie das hier der Fall ist. Horst-Dieter Höttges, Max Lorenz, Helmut Jagielski, drei Meister von 65. Ja, meine Herren, zwei richtige Legenden. Horst Höttges, Max Lorenz, Sie haben viele, viele Jahre des SV Werder ja mitgeprägt. Heute hier am Rande der 100-Jahres-Feier geht einem so manches durch den Kopf. Ja, Sie haben das gerade angesprochen und mir die Einladung gegeben. Wir haben, denke ich mal, den Grundstein gelegt für diesen großartigen Erfolg, den Werder dann ja schließlich in den letzten 50 Jahren gehabt hat. Und wir und ich insbesondere bin stolz als Bremer Junge, das sagen zu dürfen, stolz ein Werderaner zu sein, stolz ein Bremer zu sein. Und wenn ich dieses Fest hier erleben darf, diese 100-Jahr-Feier in dem altehrwürdigen Rathaus hier in Bremen, dann ist es für mich, und das darf ich Ihnen hier an dieser Stelle einmal sagen, etwas ganz Besonderes. Das hört sich ganz toll an. Horst Höttges, der Egidius Braun hat gesagt, der Gnadenlose. Haben Sie das eigentlich selber gewusst oder war das einfach so aus Ihrer Spielart geboren? Ich glaube, jeder Spieler weiß oder jeder Gegenspieler von mir weiß, dass ich mit fairen Mitteln gekämpft habe, die ganze Zeit. Und das hat auch meine fußballerische Laufbahn immer gezeichnet. Ich wäre nicht umsonst 66-facher Nationalspieler geworden. Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten damals sehr schöne Zeit, hatten eine gute Truppe, hatten ja auch einige Erfolge mit Werder, Pokalsieger, Deutscher Meister. Aber ich würde den Job immer wieder machen, auch wenn es jetzt nochmal losgehen würde, würde ich sagen, okay, ich werde den Job wieder machen und wir haben ja viel gesehen dadurch, wir haben ja fast die ganze Welt gesehen. Auf jeden Fall, da weiß man, was man mit dem Verein erlebt hat und dann werden auch noch mal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Jetzt bin ich ja gerade bei den ersten deutschen Meistern hier und ich habe mich danach hier eingereiht, 88 und es ist schön, wenn das dann noch mal gewürdigt wird, sogar vom Präsidenten des Deutschen Fußballs. Der gesellige Ausklang eines denkwürdigen Abends. Vizepräsident Klaus-Dieter Fischer und Geschäftsführer Wolfgang Barkhausen lassen sich das Bremer Bier schmecken und genießen die gute Laune der zahlreichen Gäste in den Räumen des Bremer Rathauses. Samstag, 13. Februar 1999, der Jahrhundertball im Bremer Kongresszentrum. Auch Sie möchte ich recht herzlich begrüßen zum Jahrhundertball des SV Werder Bremen.
Alles drehte sich um den Ball unter den 2500 Gästen, die geladen waren.